Hey, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Wahrscheinlich langweilst du dich auch gerade, weil du momentan 5 Wochen keine Schule hast. Und ich sag mal so, das hat alles wirklich einen Grund, dass wir jetzt auf unseren Luxus verzichten müssen und nicht so leben können wie vielleicht davor. Und das sollten wir alle akzeptieren. Ja, ich denke, dass man während der Corona-Ferien die meiste Zeit drinnen verbringt. Zumindest sollte es eigentlich so sein. Und für diesen Fall habe ich einfach mal ein paar Tipps gegen Langeweile zusammengestellt. Einfach so ein paar Dinge, die ich auch gerne mache oder die ich in nächster Zeit einfach mal machen werde. Sachen, die man eben auch alleine machen kann, damit man nicht nur den ganzen Tag Netflix schaut und am Handy ist. Also erstmal habe ich ein paar kreative Tätigkeiten rausgesucht, die was mit Basteln zu tun haben. Und zwar könntest du probieren, mal Origami auszuprobieren, weil da gibt es wirklich sehr, sehr viele verschiedene Falltechniken und man bekommt auch coole Anleitungen dazu im Internet. Natürlich kannst du auch ganz klassisch ein Bild malen oder wie ich das hier mache, ein Mandala ausmalen oder sogar alte Malbücher wie zum Beispiel diese Topmodelbücher raussuchen und auch mal wieder ein schönes Outfit kreieren. Außerdem kannst du auch diese coolen Dinge hier erschaffen, die sogenannten Squishies. Eine kurze Anleitung dazu, du schneidest einfach 2 identische Formen aus und diese malst du dann eben entsprechend an. Und dann befüllst du das Ganze, also da gibt es wirklich zahlreiche Möglichkeiten. Ich habe es bis jetzt mit Watte, mit Papier und mit Klopapier ausprobiert. Und dann klebst du das Ganze einfach nur zu und kannst es dann so ein bisschen squishen. Vertreibt auf jeden Fall ein bisschen Zeit. Dann kann man natürlich auch ganz klassisch Bücher lesen, aber was mir persönlich noch ein bisschen mehr Spaß ist, ist es Selbstgeschichten zu schreiben. Oder man kann auch kleine Gedichte oder Poetry Slams oder sonstiges erschaffen, verfassen. Was ich auch seit Ewigkeit nicht mehr gemacht habe, ist Puzzeln. Aber ich denke, wenn man da entspannt irgendeine Serie im Hintergrund laufen lässt, dann ist es sogar ganz cool, wenn man sich da abends hinsetzt und einfach mal ein Puzzle von früher durchpuzzelt. Okay, das nächste klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich habe das selbst tatsächlich früher schon oft gemacht. Und zwar ist das, ein eigenes Spiel zu schaffen oder zu basteln. Also früher habe ich zum Beispiel so eine Art Mensch-Ärger-Technik gebastelt, doch für die Schule mal ein Monopoly. Des Weiteren kannst du natürlich auch neue Make-up-Looks oder Frisuren ausprobieren. Eine andere Sache, an der du natürlich arbeiten könntest, wäre ein Bullet Journal. Hier nochmal ein paar Ideen, was du da so reinschreiben könntest. Okay, dann auch eine dumme Sache. Und zwar könntest du auch Bilder in der Dunkelheit malen und dann das Licht anmachen und schauen, wie sie geworden sind. Also klingt richtig dumm, habe ich irgendwo gelesen. Eine weitere Idee wäre es, ein Vision Board zu gestalten. Darauf schreibst und klebst du einfach alle deine Wünsche, alle deine Hoffnungen, Bilder von deinen Freunden, Bilder von dir, von deiner Familie und natürlich Dinge, die dich inspirieren, Dinge, die deine Ziele zeigen und die dich einfach allgemein motivieren. Was ich auch wirklich mega cool finde, ist es, wenn man einen Brief schreibt über seine jetzigen Gedanken, über seine Wünsche, über seine Vorstellung vom Leben, von der Zukunft. Und diesen Brief adressiert man quasi an sich selbst. Also man öffnet ihn einfach in 5 oder 10 oder 20, 30 Jahren wieder, wenn man ihn mal wieder findet. Und liest dann einfach, was hat mein 16, 17, 18-jähriges Ich über das Leben gedacht. So, nun gehe ich weg von dieser kreativeren Schiene und widme mich eigentlich allen anderen Themen. Zum einen kann man natürlich ganz klassisch sein Zimmer aufräumen und diese Zeit zum Putzen, zum Umsortieren, zum Aussortieren nutzen, also zum Beispiel deines Kleiderschrankes. Zum anderen kannst du aber auch mal den Gegenstand so ein bisschen sortieren, den du jeden Tag in der Hand hältst, dein Handy. Da kannst du zum Beispiel Ordner erstellen, sinnlose Apps löschen, neue Apps entdecken, Fotos und Videos löschen, Kontakte aussortieren und so weiter. Außerdem habe ich auch schon von vielen gehört, dass die jetzt versuchen wollen, Sport zu treiben in diesen 5 freien Wochen. Und ich muss sagen, ich bin nicht so der sportliche Typ, aber was ich sehr, sehr gerne mache, ist einfach irgendeine random Musik anzumachen und dazu zu tanzen, irgendwelche dummen Bewegungen zu machen. Dadurch wird man nämlich auch warm. Eine andere Möglichkeit wäre es natürlich auch Essen zu kochen oder zu backen, neue Köstlichkeiten erfinden und Rezepte ausprobieren. Und wenn es die Situation erlaubt, kannst du dich auch mit anderen Leuten zusammensetzen oder natürlich auch alleine und auf YouTube einfach irgendwelche Challenges machen. Also damit meine ich so etwas wie Lieder weitersingen, Karaoke singen, Promis erraten, Emojis erraten. Da gibt es ja wirklich zahlreiche Videos dazu. Natürlich solltest du auch, sofern du Aufgaben von der Schule bekommen hast, diese auch immer regelmäßig erledigen, jeden Tag einfach ein bisschen davon machen. Aber natürlich hast du jetzt auch genug Zeit, um dein Allgemeinwissen so ein bisschen aufzuverbessern.
aufzuverbessern, aufzuverbessern? Aufzubessern. Dazu kann man natürlich auch solche Handyspiele spielen wie Wer wird Millionär oder Stadtland Fluss, weil dabei lernt man auch schon eine Menge. Aber was ich wirklich liebe, ist das Quiz über Geografie zu machen. Also da gibt es ja auch so ein paar YouTube-Videos dazu. Zum Beispiel Länder an den Umrissen erraten oder Flaggen zu erraten. Bezüglich Schulsachen könntest du auch einfach nochmal durch deine alten Hefter schauen, sofern du sie noch besitzt. Und kannst einfach schauen, welche Blätter du wirklich noch brauchst und welche in den Müll können. Also zum Beispiel Übungsblätter bringen dir ja nichts mehr wirklich so. Aber man kann sich auch prima so Zusammenfassungen schreiben über die Themen, die man vielleicht gerade in den einzelnen Fächern hat. Wenn du ein Klavier zu Hause rumstehen hast oder eine Gitarre oder irgendein Instrument, dann kannst du natürlich auch versuchen, in den nächsten Wochen jetzt dieses Instrument so ein bisschen zu lernen. Also einfach so ein paar Grundlagen, einfache Stücke und vielleicht gefällt es dir ja auch und du willst es gerne weitermachen. Ich denke mal, du verbringst jetzt auch mit deiner Familie sehr viel Zeit zu Hause. Und da bietet sich vielleicht auch die Möglichkeit, dass sie einfach mal alte Familienalben durchschaut, alte Fotos anschaut. Und meine allerletzte Idee ist jetzt nicht wirklich ein Tipp gegen Langeweile, aber es bietet sich einfach super jetzt in dieser langen Zeit an. Und zwar ist es, die Haare ausfetten zu lassen. Also prinzipiell heißt es einfach nur, dass du deine Haare nicht mehr so oft wäschst wie sonst. Und wenn du das wirklich über einen längeren Zeitraum durchziehst, dann werden sie tatsächlich auch nicht mehr so schnell so fettig. So, das war es jetzt wirklich komplett mit dem Video. Ich hoffe, du konntest so ein paar Tipps aufgreifen, die du jetzt in den nächsten Wochen vielleicht mal erledigen oder verwirklichen wirst. Es sind zwar alles nicht so krass besondere Dinge und wahrscheinlich wirst du jetzt auch nicht die Zeit deines Lebens in diesen 5 Wochen haben, aber man muss einfach versuchen, sich diese Zeit so angenehm wie möglich zu machen. Und ich hoffe einfach, mein Video konnte dir so ein bisschen dabei helfen. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Tschüss!